Je tiefer die Sonne sank, desto mehr Menschen strömten am 30. November auf den Hohenstein-Ernsthaler Altmarkt. Hier gab es heiße Würste und heiße Getränke, fast wie auf einem Weihnachtsmarkt. Das gemeinsame Pyramidenanschieben war angesagt. Das ist inzwischen eine Tradition in der Kammergeburtsstadt, die Jung und Alt anzieht. Eröffnet wurde die Veranstaltung Punkt 16 Uhr vom kleinen Ensemble des Jugendblasorchesters. Weihnachtliche und Winterlieder sorgten für die passende Stimmung und Feierlaune. Kurz bevor die Sonne ganz verschwand, begrüßte der Oberbürgermeister Lars Kluge die Pyramidenanschieber. Vielen Dank für das Jugendblasorchester für das Einstimmen zu unserem Pyramidenanschieben. Ich wurde jetzt schon gefragt, als ich über den Markt gegangen bin, der Mensch, warum dreht sich die Pyramide denn noch nicht? Weil wir die jetzt gemeinsam anschieben wollen. Und da möchte ich schon mal alle Kinder recht herzlich einladen. Ihr könnt euch schon mal bereit machen und auch schon mal langsam mit zu mir kommen. Weil wie immer werden wir die Pyramide jetzt gemeinsam gleich anpusten. Und da will ich dann nur noch sagen, ich hoffe, wir haben alle noch etwas mehr Puste mitgebracht als letztes Jahr. Denn da war die eingefroren. Vielleicht erinnert sich noch jemand dran. Und wir müssen dann noch so ein paar kräftige Kerle erstmal einen Schubs geben. Und dann geht das aber los. Ne? Also hier könnt ihr aber stehen bleiben, ne? Aber ein bisschen auf die Frisur achten. Weil wenn dann alle hier stehen und pusten, wie das die Haare dann so aussehen. Wie nach einer Cabrio-Fahrt im Sommer. Man glaubt ja, dass Carmel persönlich die Figuren dafür geschnitzt hat. Und das lassen wir einfach mal so stehen. Der OB nutzte natürlich die Gelegenheit, Werbung für die anderen weihnachtlichen Veranstaltungen in der Stadt zu machen. So für die Mettenschicht, den Ernsthaler Weihnachtsmarkt. Nächsten Sonntag zum 2. Advent in Wüstenbrand, in der Easterweg-Grundschule der Weihnachtsmarkt. Das Wochenende drauf, traditionell am 3. Advent. Der Weihnachtsmarkt hier auf dem Altmarkt. Und noch ganz viel mehr. Schauen Sie einfach mal in das Prospektheftchen. Und ich glaube, das haben wir hier auch ausgelegt. Nehmen Sie das mit, das ist erstens sehr schön gestaltet, finde ich. Und es sind viele Terminhinweise drin, die Sie nutzen können zu Weihnachten. Ansonsten, wenn Sie schon mal gucken, alle gemeinsam, die Weihnachtssterne hier unten und die Beleuchtung, die ist schon an. Und da will ich auch gleich mal, dass wir alle unseren Augenmerk nach oben drehen. Sie sehen die Herrnhuter Sterne, die wir letztes Jahr erstmalig im Stadtgarten hatten, haben ihren Weg aus dem Stadtgarten ausgefunden, hier auf dem Markt. Wir wurden von vielen angesprochen, der Mensch, wie ist denn das im Stadtgarten? Da muss man immer reingehen, damit man die schönen Sterne sieht. Hol die doch am besten mal raus. Das haben wir gemacht und hoffen natürlich, dass das ein gutes Feedback gibt. Und dann entscheiden wir, wie wir das nächstes Jahr wieder machen. Ich finde es ganz schön. Ganz schön. Und danke. Ganz schön wird es natürlich dann auch noch, gegen 18 Uhr werden wir unser Rathaus auch noch speziell beleuchten. Und es wird dann jetzt auch in der Weihnachtszeit beleuchtet sein. Also nicht, wenn Sie abends hier mal vorbeifahren und denken sich, um die Zeit wird im Rathaus noch gearbeitet, die Fenster sind gut beleuchtet. Das machen wir extra so. Also auch das, wenn das wird gegen 18 Uhr scharf geschaltet, dass es ja keine Leistungsspitze gibt und überall dunkel wird natürlich. Ja, bevor ich jetzt lange rumerzähle, wir machen jetzt gemeinsam das traditionelle Pyramiden-Einschieben. Also, ich stelle uns alle Holzen wieder. 1, 2, 3. Ja, aber fühlt sich nichts. Da müssen wir noch wieder mehr geben. Also, und jetzt noch ein zweites Mal. 1, 2, 3 und... Mensch, was ist denn dieses Jahr los hier? Bitte auch mal mitpusten hier, ne? Also alle, und ihr gebt euch jetzt mal richtig Mühe, wir pusten jetzt zum dritten Mal. Ihr wisst ja, aller guten Dinge sind drei. Vielleicht klappt das auch heute. Also, los! Also, schön, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch allen eine schöne Adventszeit und ein herzliches Glück auf. Nachdem die Pyramide lief, nahmen die tanzenden Weihnachtsengel von Rovihe den Altmarkt in Beschlag.
Anschluss waren die Kinder zum Lampion-Umzug eingeladen. Mittlerweile leuchteten auch die Fenster des Rathauses rot und weiß, denn rot und weiß sind die Stadtfarben. Das hat mit der Geschichte von Hohenstein-Ernsthal zu tun. Vielleicht ein Geschenktipp für Weihnachten. In der Stadtinformation sowie in den städtischen Museen gibt es verschiedene Literatur dazu.